Hallo meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen MeTime. Es ist wieder soweit, es kommt das monatliche Aufgebraucht-Video und wenn dich das interessiert, dann schnapp den Kaffee und Keks, wie auch immer, und nach einem kurzen Intro sehen wir uns wieder. Ihr müsst entschuldigen, ich bin ein bisschen zerzaust. Es ist so heiß, ich bin da hier auf dem Dachboden. Und heute wären es 38 Grad und wir haben Vormittag und es ist jetzt schon so heiß. Es ist Wahnsinn. Klar beschwert man sich, wenn es zu kalt ist, dass der Sommer nicht kommt, aber das ist jetzt momentan schon wieder eine Grenze, wo ich sage, oh, da ist mir schon wieder zu heiß. Aber das Gute dabei ist, ich habe mein Syneo-Deo. Das heißt, ich laufe jetzt nicht ganz so schlimm aus und müffe dann schnell. Dazu gibt es demnächst auch eine Verlosung. Seid da einfach mal gespannt. Wie gesagt, es gibt heute das monatliche Aufgebraucht. Dazu wie immer vorab, das ist nur meine persönliche Erfahrung, meine Meinung zu den einzelnen Produkten. Wenn da Produkte dabei sind, mit denen ihr zurechtkommt oder die eure Haut mag, dann ist das völlig in Ordnung. Ich mache hier kein Produkt schlecht, sondern das sind nur rein meine Erfahrung. Und es ist auch, da kommen immer wieder Fragen, wie viel wir eigentlich im Monat aufbrauchen. Also wir sind ein 4-Personen-Haushalt und es ist so, die Sachen verbrauche ich ja nicht in diesen 4 Wochen, also sage ich jetzt mal im Juli, sondern ich mache Produkte auf, dann lasse ich sie eine Weile stehen und dann kann es sein, dass ich dann gleichzeitig mehrere im Juli zum Beispiel dann eben aufbrauche. Und deswegen häuft sich dann auch gerne mal vieles an. Dekorative Kosmetik nehme ich momentan nicht mehr rein, da mache ich wahrscheinlich ein extra Video. Und ich habe auch querbeet eigentlich so gut wie alles, was wir dann mehr oder weniger für euch interessant aufbrauchen. Das ist nicht jedermanns Sache und ich sortiere auch die Produkte nicht. Also von dem her schaut einfach mal, ob das eine oder andere Produkt für euch dabei ist, weil ich persönlich nehme jetzt mittlerweile so viel mit rein, wo ich mir oftmals denke, Mensch, das war so ein Klump, da habe ich nämlich heute auch eins dabei. Das muss ich euch erzählen, weil ich das dann eben nicht empfehlen kann. Und ich werde jetzt das vielleicht mal so anfangen, so wäre die Idee, immer in meinen Aufgebraucht-Videos eine Verlosung mit reinzumachen. Und ich zeige euch dann aber nicht, was in den Boxen drin ist. Also diese Box gibt es zu gewinnen. Das ist eine gemischte Beauty-Box. Da ist auch jetzt nicht eine Anzahl drin, nur von, was weiß ich, 5 oder 6 Produkten. Das mache ich nach Lust und Laune heraus, weil es kommen ja bald wieder die Adventskalender und es wäre schade, wenn ich die Produkte einfach horte und verkommen lasse und der eine oder andere würde sich vielleicht darüber freuen. Das heißt, wir starten jetzt Projekt diese Variante mal, dass wir in den Aufgebraucht-Videos immer so eine Mystery-Box verlosen. Ich schwitze, wie gesagt, wie ein Schwein. Ja, die Tüte zeige ich euch lieber nicht, die ist wieder groß. Ich werde dann immer die Sachen gleich sortieren, das heißt in den Müll schmeißen. Die Sachen, die ich als Jahresfavoriten weiterbehalten möchte, die kommen wieder separat. Und für alle, die neu bei mir sind, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst, dass unsere Community ein bisschen wächst. Darüber freue ich mich sehr. Und für alle, die wieder eingeschaltet haben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und los geht's! Ich sagte, ihr werdet viele Produkte bei mir öfters sehen, weil ich die tatsächlich dann auch öfters kaufe, weil ich einfach davon überzeugt bin. Unter anderem, wie gesagt, von Müller habe ich feuchte Allzwecktücher in der Duftrichtung Wasserlilie gekauft. Die waren tatsächlich nicht schlecht, muss ich sagen. Aber ich bin ein absoluter Fan von den DM-Tüchern. Bei uns ist das Problem momentan, dass bei DM fast keine Tücher mehr in außer Zitrone gibt. Und deswegen bin ich halt einfach zu Müller mal gefahren, habe die dort gekauft. Die waren echt nicht schlecht, muss ich sagen. Wer viel bei Müller kauft, schaut euch die mal an. Aber ich werde sie jetzt nicht nochmal nachkaufen, weil ich ein absoluter DM-Freak bin. Und ich habe bei Müller noch was gekauft. Ich war nämlich beim Action Shoppen und daneben ist ein Müller. Und deswegen ja, bin ich halt bei Müller rein und habe ein Klopapier gekauft. Und Schatz mal, ihr wisst, ich bin ein Fan von diesem Motiv Toilettenpapier.
Ist das nicht süß? Da ist ein kleiner Hund mit einer Schleife am Popo drauf. Also richtig süß. Das war ein stinknormales Klopapier voll von Arsch. Also das war richtig normal. Aber ich bin ein absoluter Fan von diesen LEs. Und genauso war das mit Küchentüchern. Und zwar habe ich da gekauft Dick und Durstig. Ich glaube sogar, dass ich die im Action gekauft habe. Das hat mich halt auch einfach mal wieder von der Verpackung her angesprochen. Waren auch völlig in Ordnung. Wie gesagt, die von Action sind jetzt nicht schlechter wie alle anderen auch. Kann ich euch also auch gut empfehlen. Das nächste, was ich euch nämlich überhaupt nicht empfehlen kann, das ist nämlich das, wo ich am Anfang gesagt habe, ich nehme auch andere Produkte mal rein. Und zwar diese schöne Schätzchen. Das sind jetzt keine Produkte für den Haushalt. Wir brauchen hier nicht drüber reden, dass die 1,29 Euro gekostet haben. Also man sagt ja immer, wer billig kauft, kauft zweimal. Und so ist es auch. Seht ihr, wie dünn die sind? Also die habe ich gefühlt 2 Tage getragen und da waren die so durchgetreten. Also die sind richtig, also die habe ich, seht ihr das vorne am Fußteil, richtig platt gemacht. Und das Problem war hier, dieser Schaft war so schmal, dass mir das an die Füße, an den Fußinnensohlen beim jeden Laufen wie ein Messerstich in die Füße gestochen hat. Das war äußerst unangenehm. Und der rechte zum Beispiel, der war richtig geil. War es der rechte? Ich weiß gar nicht. Genau, der rechte war es. Den habe ich unter Laufen immer verloren. Ja, ich wollte eigentlich ein paar Flipflops haben und die haben mir halt einfach vom Muster gut gefallen. Ich hätte sie auch für 9 Euro gekauft. Hätte ich sie aber für 9 Euro gekauft, hätte ich mich echt geärgert, muss ich sagen. Aus dem Action, Klump ohne Ende. Wie gesagt, 1,29 Euro, da braucht man nicht drüber reden, dass das nichts Gescheites sein kann, ist mir klar. Aber ich habe aber auch schon mal teure gehabt, die nichts waren. Nur so als Information, kauft diese bitte nicht beim Action, weil da müsst ihr doppelt kaufen und das macht gar keinen Sinn. Die nächsten, das muss auch vom Action gewesen sein oder von Müller, ich weiß jetzt gar nicht, und zwar WC Duftjuwelen heißen die, das waren so Duftsteine. Wir haben ja momentan kein WC, sondern nur ein Campingklo und da ist es so, da machst du auf der einen Seite Wasser rein. Und auf der anderen Seite, also unten, wo der Auffangbehälter ist, kommt so eine Chemikalie rein, dass ich das alles schön zersetze. Ich hoffe, ihr esst gerade nichts. Und damit das Wasser nicht so neutral ist, habe ich diese Duftsteine genommen, auseinander gemacht und in diesem Wasserbehälter. Funktioniert richtig gut. Finde ich in Ordnung. Als normale Duftsteine ins WC kaufe ich tatsächlich nur noch WC frisch. Aber wenn wir, wie gesagt, irgendwann nächstes Jahr unser Badezimmer endlich mal fertig haben, dann haben wir sowieso wieder so eine Toilette, wo so ein Stein reinkommt. Genau. Und diese habe ich eben mehrmalig gekauft, in verschiedenen Varianten einfach ausprobiert. Waren alle in Ordnung. Tatsächlich muss ich als WC-Einhänger von WC-Entdeck, den kann ich tatsächlich empfehlen, und eben WC-Frisch. Dann habe ich gekauft von Denkmit, das war ein Einhänger für die Geschirrspülmaschine. Ich mag nicht gerne diese Zitrusdüfte, das riecht für mich immer wie so ein Autobahnklo, deswegen mag ich das einfach nicht. Und das hatte so einen bläulichen Einhänger, der war wirklich nicht schlecht, da sind 2 Stück drin. Ich weiß nicht mal, was ich bezahlt habe, aber war recht günstig und halten jetzt schon sehr lange und finde ich richtig gut, kann ich euch echt empfehlen. Ist auf jeden Fall ein Produkt, was ich nachkaufen würde. Was ich derzeit noch in Verwendung habe, aber echt nicht schlecht finde, was mich momentan ein bisschen verfolgt, sind die 4711 Tücher. Finde ich aber tatsächlich nicht schlecht, wenn es so heiße Temperaturen sind, mag ich ganz gerne hier so, wenn wir unterwegs sind, einfach mal ein bisschen zur Erfrischung drüber wischen. Und die haben einen angenehmen Duft, das sind 3 verschiedene Geruchsrichtungen und kann ich euch empfehlen. Sie sind sehr süßlich, also wer jetzt nur frische Düfte mag, also eher so in Richtung männliche Geruchsrichtung, ist das nichts. Aber für unterwegs, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das eine feine Sache. Auch wenn du zum Beispiel mit Kindern unterwegs bist und du hast jetzt keine anderen Feuchttücher oder keine Möglichkeit, dir die Hände zu waschen, dann finde ich das richtig toll. Dann habe ich von der lieben Nicole Nina Wien, sage ich nochmal vielen lieben Dank, die hat mir eine Überraschungsbox zur Hochzeit geschickt und da waren unter anderem diese Ampullen drinnen, das ist CV, das ist KDA Vera von Müller, die Eigenmarke. Das waren wundervolle, so lilane Ampullen.
Die habe ich mir umgefüllt gehabt in so eine Glasbox mit Deckel. Habe ich mich richtig drüber gefreut, weil eine Limited Edition fand ich eine tolle Idee. Ich sage nochmal vielen lieben Dank. Da waren noch andere Sachen drin, die richtig toll sind. Also habe ich mich sehr darüber gefreut und habe sie auch gerne verwendet. Gerne verwendet habe ich auch von Domol Ginger White Tea, ein Geschirrspülreiniger. Der war solide, in Ordnung. Wüsste ich, würde ich den nochmal kaufen. Also von Rossmann. Ich bin ein absoluter Fan von den DM-Geschirrspülreinigern. Da entscheidet tatsächlich bei mir wirklich nur die Umverpackung. Also wenn hier wieder eine schöne Verpackung ist, dann kaufe ich die sehr gerne nach. Was ich hier gut finde, die sind recht fest. Das heißt, wenn du die anfasst, dann hast du nicht immer das Gefühl, du machst die Flasche kaputt. Sehr gut wiederverwendbar, finde ich. Ich kaufe eher selten Nachfüllprodukte in letzter Zeit, was mich ein bisschen ärgert. Ich wollte gerne mal zu, ich glaube, Ecoware hat das, also halt einfach andere, also eher so in diese Naturbasis wollte ich ein bisschen mehr wechseln. Fand ich aber ein solides Produkt und könnte man nach. Das wir immer wieder nachkaufen, und zwar ist das von Rewe. Das ist Firma Klacks, destilliertes Wasser. Das habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt, 2 Liter. Das ist für Autobatterien, für Bügeleisen, für Reagenzgläser, für Aquarium und für Pflanzen, aber nicht als Trinkwasser empfohlen. Das ist halt im Endeffekt für destilliertes Wasser, fürs Bügeleisen. Und ich persönlich, die haben hier so Griffe drin und die sind nicht so groß. Ich meine, ich weiß, dass die 5 Liter Behälter besser sind, aber ich kann die einfach nicht greifen. Deswegen kaufe ich die immer wieder nach. Ich glaube, bei destilliertem Wasser gibt es keine Unterschiede. Also wüsste ich jetzt nicht, was da ein Unterschied sein soll. Ist auch völlig wurscht, wo man das kauft. Was sehr gut war, muss ich sagen, hat selbst mein Mann gesagt, das ist gut, von Ghoul ein Shampoo, Wasser, weißer Tee und Wasserminze. Das hatte so ein bisschen, also ich fand, dass das ein bisschen erfrischenden Effekt hatte. Habe ich tatsächlich auch mit meinen blondierten Haaren gar keine Schwierigkeiten gehabt. Es war sehr ergiebig, und was mir gefallen hat, ich mag es, wenn ein Shampoo richtig schön beim Aufschäumen so pff, so wie früher, wo in der Schaumerwerbung, wo du so eine Haube mit Schaum hattest. Das ging mit dem super. Also ich weiß nicht, ob ich es mir nachkaufen würde. Wahrscheinlich, weil es mir eigentlich gut gefallen hat. Aber ich habe eigentlich andere Favoriten, wie zum Beispiel von Avon. Aber das kann ich euch echt empfehlen. Das hat mir gut gefallen. Auch von der Geruchsrichtung. Auch gut gefallen hat mir von John Frieda dieses Pflegespray. Das hast du nach der Haarwäsche in die Haare gemacht, dass die Haare, sag ich jetzt mal so, zum Kämmen besser waren. Und das hat alles gut funktioniert, muss ich sagen. Aber das Gefühl dann mit nach dem Föhn war nicht so angenehm, wie wenn ich zum Beispiel Gliscor nehme. Ich weiß natürlich nicht, ob hier jetzt kein Silikon oder so drin ist. Also ich hatte dann nicht so weiche Haare wie sonst. Ich würde es mir nicht nochmal nachkaufen. Also, weil so zufrieden war ich dann auch nicht. Es war okay. Aber ich würde es nicht empfehlen und nicht. Also dann nehmt Silber Gliscor, da weiß ich, das funktioniert und fertig. Das nächste Produkt werde ich jetzt ausrangieren. Das war meine Bürste, die ich bisher genommen habe für meine Haare zum Glätten. Ich habe jetzt von Parsa eine und die werde ich jetzt mal probieren. Also ich nehme die eigentlich im Endeffekt immer so als Rundbürste so. Und ja, Vorführeffekt hat es nicht so funktioniert. Aber dadurch, dass er in Metall ist, bleibt es dann noch warm. Und dann kannst du dir die Haare schön stylen. Also meine stehen halt echt nicht. Ich muss sie mir in der Hand machen. Und bin gespannt, ob die von Parsa funktioniert. Und kann ich auf jeden Fall empfehlen, diese Haarbürsten, die innen drin Metall haben. Das ist super zum Styling. Genau. Das nächste von der Firma 10 in One. Ich habe irgendwas im Auge, entschuldigt. Das war ein Haarspray. Da gab es mehrere Varianten und ich hatte dann zwischendurch mal eins, was nicht in Ordnung, also was nicht das Richtige war. Das habe ich gerne verwendet. Das war ein sehr leichtes Haarspray. Das hast du dir die Haare gemacht. Das hat jetzt nicht so super gehalten, aber das war halt so einfach mal, wenn du jetzt hier so Strähnen hast, so ganz kleine, dann hat das super gehalten, hat gut funktioniert. Würde ich mir aber aufgrund des Preises nicht nochmal nachkaufen. Dann hatte ich in Kooperation von TRND hatte ich von Nivea ein Vitamin und Öle, eine Dusche.
Die fand ich okay, hat mir gut gefallen, würde ich mir tatsächlich nachkaufen. Aber ich bin in Duschen mittlerweile auch gar kein Nivea-Fan mehr. Was ich momentan echt kaufen möchte, da habe ich mit der lieben Jenny schon geschrieben, dieses Parfum, was so nach Sonnenöl, Sonnenspray riecht, da bin ich echt hinterher, das ist überall bei uns ausverkauft. Klar, kann ich es natürlich auch online kaufen, aber so wichtig ist mir das dann auch nicht. Ist ja nicht so, dass ihr nichts da hättet. Hat mir gut gefallen, kann ich empfehlen. Werde ich aber jetzt nicht nachkaufen. Bei dem bin ich tatsächlich ein bisschen zwiegespalten. Und zwar von Colgate. Ein Mundwasser. Ich wollte eigentlich ein anderes Mundwasser mal haben, anstatt Listerine. Und billig war das auch nicht. Ich glaube, das hat auch 4,99 € gekostet. Und hier stand halt drin, ohne zu brennen, 10-mal mehr frischere Küsse. Das hat mich natürlich gereizt. Ich fand es sehr erfrischend, sehr angenehm, aber nachdem es jetzt nicht so viel günstiger ist wie das Listerine, werde ich das Listerine wieder kaufen. Aber das war echt für mich, wenn jetzt jemand sagt, er möchte jetzt kein Listerine, aber doch was Scharfes haben, dann ist das echt gut. Ich würde allerdings hier tatsächlich empfehlen, kauft euch da mal diese kleine Probe immer. Da gibt es ja diese kleinen Abteilungen, wo es immer so Probefläschchen gibt. Probiert es erstmal, ehe ihr die große Flasche kauft. Aber wenn ich jetzt mal Listerine nicht kaufe, weil die wahrscheinlich noch mehr die Preise anheben, dann würde ich tatsächlich dazu greifen. Das hat mir gut gefallen, aber ich bin ein absoluter Listerine-Fan. Auch ein Fan von, bin ich, Herbal Essences, und zwar marokkanisches Arganöl. Das war mal in irgendeiner Box. Hätte ich mir tatsächlich nie gekauft, weil ich fand das immer so teuer. Aber das hat ewig hat das gehalten und riecht leider immer noch nichts. Das hatte eine sehr dicke Konsistenz, kriegt gar nicht zu. Seht ihr das noch vielleicht? Das hatte eine sehr dicke Konsistenz. Wir haben das zu viert benutzt und ich habe immer gedacht, Mensch, das da, wenn du da die Haare wäschst, das schäumt schön, da verbrauchst du viel. Also das hat mir richtig gut gefallen, abgesehen vom Packaging, gell, das gefällt mir richtig gut. Hat ewig gereicht, war richtig super, kann ich euch echt empfehlen. Wäre für mich tatsächlich ein Nachkaufprodukt. Ich weiß jetzt nicht, was sie kosten, aber ich hatte die immer als teuer in Erinnerung. Mein Kater muss jetzt aufs Klo. Und deswegen habe ich da immer Abstand von gehalten. Da gab es früher immer die Werbung von diesen Herbal Essences. Und seitdem habe ich das immer wieder gerne gehabt. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Hat mir wirklich richtig gut gefallen. Was nehmen wir denn jetzt mal als nächstes? Und zwar von Balea ein Parfum Deodorant. Und zwar dieses hier. Kaufe ich immer wieder. Es ist gerne immer wieder in Trash-Produkten, Trash-Paketen drin. Hat mir richtig gut gefallen. Finde ich ein Top-Produkt. Hält tatsächlich bei mir auch. Und wie gesagt, ich kann mich da immer nur wiederholen, nachdem ich jetzt das Syneo Deo nehme, kann ich solche Sachen einfach mal nur so unter den Arm sprühen, dass ich nach was Schönes dufte. Und aber es hat vorher auch bei mir geschützt. Das zählt tatsächlich zu meinen Jahresfavoriten. Was mir auch gut gefallen hat. Und zwar von Balea, ein Trockenshampoo. Das ist im Endeffekt zu dieser lilanen Reihe von dem hier. Das gab es ja auch in lila. Und das gab es halt als Trockenshampoo. Hat mir sehr gut gefallen. Auch hier gingen die Meinungen auseinander mit sinnlich-orientalischem Duft. Ich habe es halt hauptsächlich wegen der Hochzeit gekauft. Das habe ich mir dann sozusagen in Ansatz gesprüht. Und ich hatte dann so eine Art Flechtfrisur. Da gibt es übrigens ein Video demnächst. Es gibt zur Wiesnzeit schönere Flechtfrisuren, aber bei mir war das Problem, ich musste früh morgens um 8 Uhr zu meiner Freundin, die mir die Haare gemacht hat, weil die nämlich weg wollte nach Nürnberg. Und deswegen hatte ich vorher gefühlt 5 Tonnen von dem drin und dann Haarspray ohne Ende. Es sollte nur halten, damit es, weil es so warm war, eben nicht runterfällt. Und deswegen war mir eigentlich relativ wurscht im Endeffekt, wie es aussah. Und das hat super funktioniert, hat mir richtig gut gefallen. Ist auf jeden Fall ein Produkt, was ich euch empfehlen kann. Was ich euch nicht empfehlen kann, weil es bei mir nicht funktioniert hat, und das finde ich eigentlich schade, jetzt schlägt mein Fuß ein. Und zwar war von DM, von Langhaarmädchen, ein Leicht-Kämmspray drin. Ich habe es einmal verwendet. Es geht jetzt ins Trash-Paket in meine Gruppe rein.
Es verklebt meine Haare, ich habe danach speckige Haare, selbst wenn ich ganz wenig verwende, es funktioniert leider bei mir nicht. Und das finde ich so schade, weil ich mag den Duft so gerne. Aber alle Langhaar-Mädchen-Produkte funktionieren bei mir nicht. Also selbst die Shampoos funktionieren bei mir, ich finde es so schade. Ja, geht leider weiter. Wie gesagt, da müsst ihr wirklich mal auch hier wieder diese kleinen Pröbchen kaufen. Weil nicht, dass ihr es kauft, ihr ärgert euch. Bei mir hat es einfach nicht funktioniert, fand ich sehr schade, aber geht weiter. Was ich schon wieder nachgekauft habe und was auch definitiv eins meiner Jahresfavoriten werden wird, und zwar von Balea, dieses Magical Water. Das war auch in der Box und hätte ich mir tatsächlich niemals gekauft. Das ist im Endeffekt für langes und geschädigtes Haar, du wischst dir die Haare. Also ich mache das ein bisschen komplizierter. Ich wasche mir die Haare, dann mache ich mir eine Haarmaske drauf, dann mache ich mir dieses drauf und zum Schluss den Conditioner. Und dieses, das machst du dir in die Spitzen rein und dann tust du es sozusagen aufschäumen. Du brauchst es gar nicht lange einwirken lassen. Ich lasse es circa eine Minute einwirken und dann hast du wunderbar feines, seidiges Haar. Ich habe kaputte Haare, das ist mir klar. Aber ich muss sie halt einfach wachsen lassen, weil ich ja nächstes Jahr auch wieder eine Hochsteckfrisur haben möchte. Da muss ich halt jetzt einfach durch. Aber das war ein so schönes Produkt. Ich meine, das gibt es auch von allen anderen Firmen auch. Aber schaut euch das mal von Balea an. Also das top, top. Also gefällt mir richtig gut. Kommt auf jeden Fall meine Jahresfavoriten mit rein. Dann wollte ich euch zeigen. Und zwar habe ich Kerzen gekauft. Oh, die duftet noch. Ich habe ja so einen Kerzenfresser. Da habe ich auch ein Video gemacht. Das verlinke ich euch, wenn ich es nicht vergesse. Und bei mir ist es so, wenn Kerzen Reste drin haben, dann mache ich das raus und tue das in den Kerzenfresser rein. Und bei uns im Rewe gab es diese großen Kerzen. Natürlich war da kein Preis ausgeschildert. Und da habe ich natürlich gleich 3 Stück mitgenommen. Bin an die Kasse und 16, 17 Euro oder so hat die gekostet. Das ist jetzt mit Creamy Vanilla, riecht wie Vanilleeis. Und seht ihr das? Die war nämlich kaputt. Und da habe ich mir gedacht, diese kommen sowieso bei mir draußen im Garten und dann ist das völlig wurscht, weil die kaputt war eben. Und unten das letzte Stück mache ich halt dann den Kerzenfresser. Und da habe ich die dann nur noch für 10 Euro sozusagen bezahlen müssen. Und die anderen zwei, also ich habe dann noch mal eine Vanille und eine für Männer, eine schwarze Kerze gekauft. Sieht richtig toll aus, brennt schon ewig. Ich bin bei so großen Kerzen tatsächlich echt geizig, weil die Kerzen sind teuer, finde ich. Und stelle das mal der Welt hin, weil das Glas muss man separat entsorgen. Auf jeden Fall beim Rewe, die Kerzen sind richtig toll. Die halten lange, auch die Einzelnen in den Gläsern kann ich euch nur empfehlen. So, was haben wir denn noch hier aufgebracht? Ach ja, und zwar von Biovole meine Harzsalbe. Da habe ich auf Instagram auch, also da heiße ich Streu Shiva, habe ich euch auch mein Fazit dazu geschrieben. Bin echt traurig, dass sie alle ist. War in Kooperation und zwar ist das eine Salbe, die deine Poren verfeinern soll. Ich sage jetzt mal, wer richtig extreme große Poren hat, der wird die nicht komplett wegbekommen. Ich habe jetzt keine großen Poren, aber ich habe eine Veränderung meiner Haut feststellen können. Sie ist ebenmäßiger geworden und glatter. Ich habe nur das Gefühl, ich bin nur mal eingecremt, obwohl ich gar nicht eingecremt bin. Und das hat mir richtig gut gefallen. Am Anfang habe ich schon gemerkt, ich kriege jetzt Pickel, hauptsächlich hier unten. Das war eine Reaktion auf diese Salbe. Und ich glaube, deswegen gibt es auch so viele Negativbewertungen im Facebook zum Beispiel. Das finde ich immer so traurig. Wenn du dann nicht durchhältst, deine Haut muss sich ja erstmal dran gewöhnen, dann ist klar, dass jemand sagt, die ist nichts. Ich hatte wie gesagt dann diese Pickel und wenn du sie aufgetragen hast, hattest du erst so einen weißen Film. Ich dachte, was ist das für ein Kram? Aber es zieht sich so schnell ein und wenn deine Haut sich ein bisschen dran gewöhnt hat, dann ist das echt eine ganz tolle Creme. Schaut mal auf die Webseite, die haben verschiedene Varianten, also für großporige Haut, für ältere Haut. Also je nachdem, was deine Haut verlangt, sie kostet wirklich 69 Euro. Da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, aber sie haben wirklich ein 30 Tage Zurückgeldgarantie. 6 Monate, da kannst du sie aufbrauchen, also ist sie nach Öffnen haltbar. Und ich finde sie tatsächlich wirklich gut, weil du so wenig brauchst.
Das Einzige, was mir tatsächlich bei der Jasminsalbe nicht gefällt, das ist nämlich das für die Augen. Die liebe ich ohne Ende, aber die sollten echt einen kleineren Tiegel verwenden, weil du auch bei einer Augencreme so wenig verwenden brauchst. Also die kann ich euch echt empfehlen. Ich bin so traurig, dass die olle ist. Also wirklich bye bye. Aber ich habe ja noch welche, also von dem her ist es nicht ganz so schlimm. Aber schaut es da einfach mal vorbei. Ich habe da auch Videos von gemacht. Schaut es einfach mal rein. Was jetzt weggeht, weil das hat bei mir gar nicht funktioniert, habe ich nur einmal ohne, also nur auf der Hand verwendet. Das ist im Endeffekt so ein Teil, wo du dich peelen kannst. Nee, also bei mir liegt das nur rum, ich verwende das nicht und das macht bei mir gar keinen Sinn, weil das ist auch so wobbelig. Also ich glaube, wenn das muss irgendwie fester sein. Und ich hatte ja immer, ich sag ja immer, ich muss die Sachen immer erstmal bei mir liegen lassen haben. Und dann überlegen, ob ich es verwende oder nicht. Und ich greife dazu einfach nicht. Also so eine Sache macht bei mir gar keinen Sinn. Deswegen geht das auch ins Trashy, weil ich verwende das einfach nicht. Und ja, also ich habe es ja nur allein verwendet. Deswegen ist das jetzt auch nicht so schlimm. Aber Dinge, die ich dann wirklich nicht verwende und nachdem wir jetzt momentan auch gar keinen Platz haben, gehen bei mir weiter. Finde ich aber völlig in Ordnung. Das ist ja der Sinn und Zweck von diesen Trashy-Paketen. Muss gerade ein bisschen aussortieren. Dann habe ich ein Sonnenspray von Sun Ozone aufgebraucht. Ich mag die ganz gerne für die Handtasche, weil die schöne Größe haben. Und wenn du unterwegs bist, kannst du halt einfach mal schnell drüber sprühen. Allerdings muss ich mittlerweile sagen, Lichtschutzfaktor 30 reicht bei mir nicht mehr aus. Ich hatte ja schon einmal einen ganz fiesen Sonnenbrand, wo ich immer noch Probleme habe. Deswegen empfehle ich euch tatsächlich zwar solche Produkte, aber mindestens Lichtschutzfaktor 50. Es macht tatsächlich keinen Sinn mehr. Ich meine, für schnell mal ist das alles in Ordnung. Aber wenn du wirklich sagst, Mensch, ich mache jetzt ein Picknick draußen oder ich halte mich länger in der Sonne auf, empfehle ich euch keinen Lichtschutzfaktor 30 mehr, weil die Sonne ist mittlerweile so stark. Und auch wenn ich jetzt mal überlege, diese Außentemperaturen, das ist alles nicht mehr normal. Ich bin eigentlich ein Sonnenanbeter immer gewesen, packe ich aber auch überhaupt gar nicht mehr. Finde ich ein bisschen schade, aber meistens ist es halt einfach. So, dann habe ich von Nature Box ein festes Shampoo aufgebracht. Habe ich zum Duschen verwendet, war solide, war ein festes Seifenstück. Es sollte nach Kokos riechen oder beziehungsweise mit kaltgepresstem Kokosnussöl frei von Silikonen. Habe ich sehr gerne verwendet für die Haare, nehme ich solche Sachen tatsächlich gar nicht mehr, weil das mit dem Dreifusern hier nicht mehr funktioniert. Wir sind halt dann, die sind halt trocken und das macht es nicht besser. Und da kann ich euch aber empfehlen, wer so feste Produkte gerne verwendet. Unsere Lieblingszahnpasta haben wir wieder gekauft. Ich schwanke immer mal wieder zwischendurch zu anderen, das gebe ich immer wieder gerne zu. Aber diese Blendermaid Expert, die ist gegen Karies, Zahnstein, Zahnschmelz, Plaque, Zahnfleischschutz, frische Arten, natürliches Weiß und Schmerzempfindlichkeit, die finde ich super. Die hat so gröbere Partikel drin und die macht schöne weiße Zähne. Und mag ich gern, kaufen wir immer wieder nach. Kostet 1,79 €, wenn sie im Angebot ist, kann ich euch auch nur empfehlen. So, jetzt muss ich mal schauen. Dann hatten wir, ich nehme mir ab und zu auch von der Trendräder-Box Sachen rein. Und zwar von Omnibar, da war ein Riegel drin. Der sah sehr öko aus, das muss man schon sagen. Also irgendwie alles, was so naturmäßig ist, sieht immer aus wie gepresste. Aber der war richtig gut. Der hat mir richtig gut geschmeckt, deswegen wollte ich euch den zeigen. Genau. So, dann habe ich in Verwendung, das wollte ich euch auch nochmal zeigen, von Syneo ein Antitranspirant Roll-On. Das ist ja im Endeffekt ein Deo-Roller, der, sage ich jetzt mal, dich bis zu 5 Tage sozusagen vor Schweiß schützt. Habe ich für meine Hochzeit verwendet. Und habe ich auch ein Kooperationsvideo gemacht. Bin ich gerade mit denen sozusagen in Korrespondenz, weil dieses Produkt hatte ich letztes Jahr das erste Mal testen dürfen, bin ich mehr als überzeugt, kommt auch in meine Jahresfavoriten rein, kann ich euch auch nur empfehlen. Dann kann ich euch empfehlen, und da habe ich tatsächlich nochmal ein Backup von Belief, ein Cleansing Balm.
Ich nehme ja momentan den von Skin Natur und war schon begeistert, aber dieses von Belief, da habe ich erst gedacht, das ist voll die Mogelpackung, sitze das. Was habe ich hier geschrieben? Geil. Also so ein tolles Produkt, der wird dann so ölig, du brauchst so wenig. Also das war ein richtig tolles Produkt. Der ist nicht günstig. Also wenn in diesen Boxen wieder von Belief ein Abschminkbalm drin sein soll, gerne ein original großes Produkt. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. So, dann ja, Cherry Blossom von Bijou. Hier hat mich das Verpackungsopfer-Syndrom wieder gepackt und habe mir gedacht, ja komm, schaut doch mal, das sieht so nett aus. Ich probiere das mal. Und oh, da rieche ich tatsächlich was. Der Schaum war sehr schön, wenn du das rausgedrückt hast und war auch schön fluffig, war weiß, hat gut geduftet und wenn du das eingeschmiert hast und das Wasser kam über dich drüber, war nichts mehr da. Dann, was ist das für ein Scheiß? Ich habe es dann als Rasierschaum genommen, weil ich möchte schon nach dem Duschen noch irgendwas riechen. Also nehmt es mir nicht für übel, wer gerade so Fan von Bilou ist. Ich weiß nicht, was diese Produkte von Bilou sollen. Die sind immer so süß, sie nicht pflegen, die Düfte halten nicht lange an. Ich finde das so eine Geldmacherei für Kinder, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das nett zum Spielen in der Wanne, aber mehr auch nicht. Also nimmt's mir das nicht für übel oder für Sammler, die diese Verpackungen schön finden. Mir geht das schon auch so, wenn ich so einen Stand sehe und da sind wieder Bilou-Produkte, dann nehme ich, oh schön, aber mehr auch nicht. Also Klump ohne Ende kann ich euch echt nicht empfehlen. Wenn er jemand eine Freude machen wird, kauft das nicht. Also echt nicht. So, dann hatte ich noch mal ein transparentes Sonnenspray, was grundsätzlich gut ist, aber ihr seht jetzt Lichtschutzfaktor 20 war noch vom letzten Jahr absolut nicht empfehlenswert aufgrund der Höhe des Lichtschutzfaktors. Ansonsten schon. Ich liebe diese Sprayprodukte, weil da brauche ich niemanden, der mich einsprüht. Ich kann das alles alleine, ich brauche keinen. Und ja, mehr brauche ich dazu nicht sagen, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen mit einem anderen Lichtschutzfaktor. Dann hatte ich eine Haarmaske von My Little Beauty. Die war gut, also wenn ich sie aufgetragen habe. Und es war aber der Effekt war zu wenig. Ich weiß, dass viele gesagt haben, das ist nicht schlecht. Hat bei mir leider nicht funktioniert. Man kann die My Little Beauty Produkte nachkaufen. Da gibt es mittlerweile Webseiten. Ja, würde ich aber nicht machen, würde ich auch nicht empfehlen. Also das war jetzt nicht so meins. Dann haben wir nochmal Syneo. Das hat jetzt mein Mann. Also der hat jetzt das Pumpspray. Dem gefällt es auch, obwohl der ursprünglich gesagt hat, er wird definitiv kein anderes Deo nehmen, was er im Moment hat. Hat er aber auch für die Hochzeit genommen. Fand ich toll, dass er da getestet hat. Das nächste Produkt geht auch wieder in unser Trashy. Das kam aber, glaube ich, sogar schon vom Trashy, ich weiß gar nicht, von Lavera, ein Gesichtsspray. Ich mag den Geruch nicht und ich nutze keine Gesichtssprays. Ich wüsste gar nicht, wann ich die verwenden soll. Also geht weiter, ich mag den Geruch nicht. Ich bin aber auch kein Fan von Lavera. Ich glaube, du musst einfach die Marke auch mögen und dass du sagst, du verwendest die gerne. Aber ich mag auch die Marke nicht so gerne. Dann haben wir nochmal einen WC-Spüler. Nochmal aufgebraucht. Also ich bin eine Pinkie-Frau, ich gehe oft aufs Klo. Und dementsprechend brauchen wir auch oft WC-Spüler. Dann habe ich, ja genau, das haben wir als nächstes von Be Natural ein Lipstick oder ein Lipbalm mit Acai. Der ist so ein bisschen lila, innen drin ist er weiß. Heute Lipbalm. Ich mag die von Be Natural, die sind wirklich sehr pflegend und hier ist mir halt wichtig gewesen, dass die von den Inhaltsstoffen für meinen Mann halt einfach gut sind, weil der da ja ein bisschen Schwierigkeiten hat. Finde ich gut, kann ich euch empfehlen. Verwenden, haben wir gerne verwendet, also war echt in Ordnung. So, ich muss nämlich ein bisschen aussortieren, weil da sind nämlich Sachen von Avon drin und von Avon mache ich nämlich ein separates Video. So, dann haben wir noch einen Rasierer von Intuition. Den fand ich grundsätzlich gut, muss ich sagen. Allerdings hatte ich noch einen zweiten, nämlich diesen hier. Und die habe ich im Vergleich getestet. Der hat gut funktioniert, aber nicht lang. Und der hat super funktioniert und den habe ich geliebt. Und das ist wieder einer, wo ich sage, ich würde es gerne nachkaufen. Im Action gibt es die Nachfüller für 4,99 €. Ich weiß noch nicht. Also wir haben die, also der hat mir wirklich gut gefallen. Den kann ich euch nicht empfehlen, da war nichts.
Ich liebe diese einfach. Aber nachdem ich ja so einen Männerrasierer habe, macht das keinen Sinn, einen zu kaufen. Aber den habe ich mir so aufgespart für die Hochzeit, dass ich jeden Tag so. Hat gut funktioniert, kann ich euch empfehlen. Aber die sind halt so teuer, finde ich. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich nicht in Ordnung, dass die Firmen das so machen. Gefällt mir halt einfach nicht, wenn die dann die Preise so hoch machen. Und ja. Dann haben wir eine Handcreme von Biana. Ich weiß gar nicht, war die in der Fairybox? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Das ist im Endeffekt eine Handcreme mit Traubenkernöl, Naturkosmetik. Der Geruch war muffig, habe ich drauf geschrieben. Also ich war froh, dass es nur so eine kleine Größe war, weil der war wirklich gar nichts. Der war einfach nur bäh. Also Handcremes liebe ich ja einfach, aber die war gar nichts. Kann ich euch gar nicht empfehlen. Und bei dem nächsten, das muss ich aussortieren, und zwar Dresdner Essenz, süßer Winterzauber, eine reichhaltige Handcreme für trockene Hände mit Bratapfel, Vanille und Zimt. Das ist ja meine Geruchsrichtung, aber die war mir schon gekippt. Und zwar ist nämlich auch nur 3 Monate nach Öffnen haltbar und wir haben jetzt Juli. Ich habe den im Dezember geöffnet und dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wie die gerochen hat. Ich habe die ein paar Mal benutzt, habe mir gedacht, das wird schon für eine Handcreme reichen. Aber der Geruch war so widerlich, die ist fast voll noch. Das konnte ich einfach nicht ertragen. Deswegen schmeiße ich die jetzt weg, was ich sehr schade finde. Aber mei, so ist es nun mal. So, dann hatte ich eine Fußcreme, eine fu präbiotische Fußcreme, die wir auch entsorgen müssen, weil sie gekippt ist. Hat mein Mann sich mal gekauft. Der benutzt das aber nie. Der probiert das immer, weil er sagt, er hat jetzt trockene Füße, braucht es und dann benutzt es nicht. Dann steht es rum und dann schmeißt es weg. Toll, super. Total nachhaltig. War von Apo-Discounter, also war halt mit drin. Keine Ahnung, war nix. Von Balea, You Are Magical. Wie immer gut, diese kleinen Tiegelchen sind für mich wie stinknormale Nivea-Cremes. Verwende ich aber tatsächlich ab und zu sehr gerne. Und die haben immer so schöne Motive. Ich meine, dass ich das aus einem Themenhaul hatte. Bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. War auf jeden Fall gut. Ja, Sun Ozone Lippenpflegestift. Das ist aus den Tauschpaketen mit der lieben Nina gewesen. Und ich war eigentlich froh, dass der drin war, weil ich brauchte nämlich einen. Und ich musste den tatsächlich entsorgen, weil der ist so widerlich vom Geschmack und vom Geruch her war. Ich konnte den nicht ertragen. Und es tut mir wirklich leid, aber den mochte ich überhaupt nicht. Den fand ich so grauslich. Ja, also da war nichts für mich. Wer da nicht so empfindlich ist, für den ist das vielleicht gut. Wattestäbchen haben wir gekauft. Was soll man dazu sagen, von Müller? Weil bei Müller kosten die tatsächlich noch 45 Cent. Bei DM haben sie die Preise schon so angehoben und da dachte ich, hier sind 160 Stück drin, nehme ich gleich zwei. Habe ich so halt bei Müller gekauft. Wenn die Preise so anheben, dann fahre ich halt woanders hin. Genau, so. Was haben wir denn hier? Ach ja, genau. Und zwar bei Rossmann habe ich gekauft einen Peeling-Handschuh mit Aktivkohle. Den finde ich richtig schön. Habe ich jetzt einfach mal für den Sommer gedacht, nachdem ich ja auch so Sunlotion von Nivea drauf mache, sollte man halt immer mal peelen. Teste ich gerade, finde ich gut, kann ich euch empfehlen. Von Ultrasun eine Gesichts-Sonnenschutzgel. Ich weiß nicht, viele schwören da drauf und ich mag es gar nicht. Also bei mir hat das so Würstchen gegeben. Ich empfehle es nicht, aber das ist halt wieder das, was ich sage. Jede Haut ist anders. Mir hat sie gar nicht gefallen, deswegen aus die Maus. So, jetzt muss ich tatsächlich vielleicht ein bisschen schneller machen, weil nämlich schon die Zeit ziemlich lang ist. Und zwar habe ich von Omorowicza ein Gesichtspeeling aufgebraucht. Das habe ich geliebt, das war toll, das war richtig schön. Wie gesagt, ich tue solche Sachen bei Instagram auch gerne nochmal als Fazit schreiben. Hat mir richtig gut gefallen, ist aber recht teuer, deswegen würde ich es nicht nachkaufen. Was ich entsorge, und das tut mir so leid, und zwar, ich habe mit der lieben Marion von Marions Lila Welt, habe ich gesagt, komm, bevor du die Produkte komplett aufbrauchst, also wenn da noch für ein, zwei Mal Anwendung was drin ist, schickt mir die Sachen nochmal, ich teste das mal. Und sage euch dann, ob ich die Sachen auch kaufen würde oder nicht, weil ich kann auch von Unique nicht alle Sachen kaufen, weil die echt teuer sind. Und zwar hatte sie eine BB-Cream mir geschickt, BB Flawless.
Ja, ich habe sie, glaube ich, zwei oder dreimal verwendet und hatte ihr dann auch geschrieben, das ist dieses schöne Schätzchen, weil ich wollte ja für mein Hochzeits-Make-up, wusste ich nicht, welche Foundation oder BB-Cream ich verwende, und da habe ich mir gedacht, oh Gott, die verwende ich, weil da schwört sie immer drauf. Und ich weiß nicht, was mit dieser BB-Cream passiert ist. Es kann natürlich aufgrund der Temperaturen auch sein. Die stinkt, die stinkt. Also wenn ich die auf dem Gesicht aufhabe, das verfliegt auch nicht. Also ich kann die tatsächlich überhaupt nicht ertragen. Ich denke, dass sie gekippt ist, weil sie hat gesagt, bei ihr stinkt es nicht. Ich kann die tatsächlich nicht komplett aufbrauchen. Es tut mir so leid. Von der Farbe und von der Konsistenz war sie echt noch in Ordnung. Hat auch gut gepasst. Aber ich habe da jetzt kein Video gemacht, weil ich kann den Geruch einfach nicht ertragen. Ich denke, dass die gekippt ist. Aber rein vom Auftragen, von der Farbe, von der Haltbarkeit war das echt gut, weil einen Tag habe ich es tatsächlich mal geschafft. Aber muss ich jetzt entsorgen, kann ich einfach nicht auf dem Gesicht ertragen. Und momentan verwende ich noch von Unique Mineral eine Liquid Foundation. Da werde ich vielleicht nochmal ein Video machen. Das ist aber momentan der Farbton zu hell. Und zwar haben wir hier Lace, weil aufgrund der Temperaturen bin ich natürlich auch ein bisschen bräuner wie sonst. Und ist aber eine tolle Foundation, ist nicht ganz deckend. Da kriegt es auf jeden Fall ein Video. Die finde ich richtig gut, gefällt mir richtig gut. Die war auch mit in dem Paket. Dann entsorge ich jetzt. Ihr seht hier. Alles Avant-Produkte, weil ich ja ein Fan von Avant bin. Und ich teste ja die Avant-Produkte auch. Ja, ich habe aufgebraucht ein Lip Balm, beziehungsweise versucht aufzubrauchen. Das war so eine Konsistenz, ich zeige euch das mal. So weiß, und da waren so, seht ihr das? Wie so kleine Bröckle drin, die sich dann auflösen. Genau, die lösen sich dann so auf. Es war eine sehr blumige Konsistenz, sehr fettig, es ist nicht eingezogen, gar nichts, und made in Italy, und ich mochte den Geruch überhaupt nicht. Also ich hatte das Gefühl, das ist so eine pappige Schicht. Die Avant-Produkte sind ja wirklich teuer, 10 ml, gefühlt ist jede Packung von Avant 100 Euro wert, kann ich überhaupt nicht empfehlen, überhaupt nicht meins, hat mir überhaupt nicht gefallen, deswegen geht es jetzt weg, schweren Herzens. Ich habe es immer mal beiseite gelegt, und wenn das Wetter draußen so eklig fies war, mir dachte, ja gut, probier es nochmal. Nee, nee, Schrottprodukt, totales Schrottprodukt. Teebaumöl habe ich aufgebraucht. Teebaumöl ist ja vielseitig einsetzbar, unter anderem auch bei Pickel. Ich habe es jetzt, wir hatten Ameisen an unserer Flieder, ich habe das in den Fliederbaum gekippt, also unten an den Stamm, damit die Ameisen sterben. Hat gut funktioniert. Bei dem Geruch muss man mögen. Ich habe ihn tatsächlich diesmal gar nicht gern mögen. Ja, hat einen anderen Zweck bekommen. So, jetzt schauen wir mal, was haben wir denn noch Schönes. Nein, wie gesagt, ich muss ein bisschen schneller machen, weil die Handys nehmen ja nicht ewig auf. Dann habe ich von Balea, ich weiß gar nicht, das war auch irgendwo drin, ein Vitamin C-Konzentrat. Hatte mal die liebe Steffi, glaube ich, empfohlen. Das sind so Ölkapseln, die du auf die Haut aufträgst. Oh, richtig toll. Schaut euch die mal an. Die sind richtig super. Gefallen mir richtig gut. Kann ich euch empfehlen. Liebe ich, werde ich auch definitiv nachkaufen. Die ich auch immer wieder nachkaufen werde, ist von Juti. Augen-Eyepatches, diese da. Die liebe ich. Mittlerweile rutschen die gefühlt alle. Genauso wie von Shamans. Die fand ich auch richtig toll. Die sind dermaßen runtergerutscht. Also bei diesen Gel-Patches musst du einfach dich hinsetzen und ausruhen. Aber haben mir beide gut gefallen. So, dann haben wir nochmal Zahnpasta aufgebraucht. Die gleiche nochmal. Kann ich euch, wie gesagt, empfehlen. Habe ich eben schon gesagt. Ein Parfüm habe ich aufgebraucht von C. Das ist ja sehr blumig. Das ist das Rosane. Ich finde, die halten sehr lange an, wenn du sehr blumige Düfte magst oder so junges Mädel, was halt noch nicht so weiß, was sie mag. Finde ich die C-Düfte sehr schön. Von Giorgio Armani, entweder in klein oder von Laris, vom Rossmann, die Tubes. Dann habe ich einen Lip Volumizer von Love. Den habe ich heute drauf. Den verwende ich sehr gern. Das ist so ein Lipgloss, der ein bisschen prickelnden Effekt hat. Finde ich sehr schön. Gefällt mir richtig gut. So.
So, was haben wir denn noch? Ich muss ein bisschen sortieren. So, das ist der Arbon. Einen Pinsel entsorge ich jetzt. Und zwar vom Brushworks. Ich entsorge ja Pinsel wirklich sehr selten. Hier vorne der Spuli, der war sehr anfällig für sämtliche Haare aus meinen Haarbürsten. Das hier vorne habe ich sehr gerne verwendet. Aber seht ihr, jedes Mal, wenn ich den irgendwie benutzen will, ist er jetzt einfach tutti. Deswegen kommt er weg. Kann ich euch aber empfehlen. Dann habe ich von Rituals ein Körperöl aufgebracht und das war so schön. Ich liebe Rituals Produkte. Ich könnte von denen leben. Das war sehr ölig, ist ja ein Öl gewesen und sehr glitzerig. Mein Mann hat gesagt, wie siehst denn du aus? Wie ist eine Glitzerkugel? Überall war da Glitzer. Habe ich aber trotzdem gerne verwendet. Hätte ich auch gerne eine große gehabt. Und ich habe noch ein Parfüm aufgebracht. Oh, das war auch sehr schön. Oh. Ach, von Valentino ein Parfum. Schaut euch doch mal die Flasche an. Ist die nicht schön? Nur allein die Flasche ist ein Hingucker. Ich hatte die im Büro, weil die passt super in meinem Schrank von der Dicke her, weil das so Schiebe-Dinger. Und ist auch ein sehr schwerer Duft. Also du musst schwere Düfte mögen, sehr blumige Düfte mögen. Sonst ist das definitiv nichts. Das ist kein frischer Duft, das ist ein sehr fraulicher Duft. Wie habe ich zu der lieben Jenny gesagt, ich bin super in Duftbeschreibung. Entweder es riecht gut oder es riecht nicht gut. Der hat gut gerochen. Muss ein bisschen schauen, wir haben nämlich eine Wespe da drin. So, dann haben wir von Moshi Mind ein Desinfektionsspray oder ein Desinfektionsgedöns. Ja, mache jetzt weg, kann ich nicht mehr sehen, habe ich schon so lange auf, wird entsorgt. Tatsächlich kaufe ich jetzt wieder Desinfektionszeug, aber der war irgendwie nichts, hat mir nicht gut gefallen. Was haben wir denn hier noch? Und zwar, das geht jetzt auch einfach ins Trashy rein. Vom Paradox eine Haarmaske 3 in 1. Sieht aus, als ob ich schon ganz viel verbraucht habe, habe ich aber nicht. Das hat bei mir auch nicht funktioniert. Das war so ein Leave-In, du konntest es aber auch als Haarmaske verwenden. War absolut für meine Haare nicht geeignet. War nix, geht weg. Und genauso weg geht ins Trashy. Ich hatte mir Haarclips gekauft. Das war ja ein größer Rotz. Das waren so ganz kleine. Die halten in meinen Haaren nicht. Ich glaube, das ist für Kinder. Ich hätte gedacht, für die Brautfrisur, für ein paar Klitzis rein. War auch absoluter Schrott. War gar nichts. So, dann habe ich wieder ein Haargummi. War günstiges. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist durch. Ich massakriere die natürlich auch. Dann von Balea nochmal eine Augenmaske. War richtig schön. Die Augenmasken von Balea finde ich tatsächlich mit am besten. Und dann habe ich noch ein Parfüm aufgebracht. Und zwar Unartiges Luder. Das ist auch ja, ein sehr kräftiges Parfüm von Jean and Len. Schwerer Duft, langanhaltend. Gerne gemocht, aber würde ich mir nicht nachkaufen. Dafür war mir der Geruch tatsächlich zu stark. Also ja, dann ein Sponge. Ich glaube, das war der von Nivea. Das ist ein Nivea Adventskalender. Den habe ich gerne verwendet. Der geht jetzt tatsächlich nur weg, weil er jetzt schon alt ist. War ein feines Produkt. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir noch irgendwas haben, was ich euch zeigen muss. Weil ich habe nämlich noch kleine andere Sachen drin, was ihr jetzt nicht sehen müsst. Und zwar eine Parfümprobe von Flower Bomb. Das ist Viktor und Rolf. Auch ein sehr blumiger Duft. Das ist so ein rosanes. Zu blumig für meinen Geschmack. War jetzt nicht so meins. Habe ich aufgebraucht, dass es weg kann. Dann habe ich eine Mascara aufgebraucht. Weil das war ja dann auch nur noch ein Rest von Unique, die Moodstruck Epic Mascara. Die hat mir richtig gut gefallen. Die hat ja so einen auslaufenden Verlauf. Da habe ich euch auch ein Video gezeigt. Die ist jetzt einfach durch, kommt leider nichts mehr raus. War eine sehr schöne Mascara, kann ich euch empfehlen. Wie gesagt, schaut mal in meiner Playlist, da habe ich euch die Mascara vorgestellt. War eine sehr tolle Mascara. Und das letzte Produkt, was auch in meine Jahresfavoriten reinkommt, und zwar ein Serum von Lancôme. Das war auch mal in dieser Team-Überraschungstüte. Ein ganz tolles Serum. Aber auch hier habe ich mein Serum von Avon gefunden. Genau, und deswegen würde ich das jetzt nicht nachkaufen. Ja, das war jetzt mein Aufgebrauch. Das war ein richtiger Marathon, würde ich sagen. Ich tue jetzt, dass mir hier alles wieder klar Schiff machen.
Und ja, schreibt mir doch gerne, ob ihr das eine oder andere Produkt kennt. Bezüglich der Überraschungsbox, schreibt mir einfach Hashtag aufgebraucht und ob ihr gerne teilnehmen möchtet. Beziehungsweise wer der Hashtag aufgebraucht nimmt, der nimmt dann automatisch teil. Über einen lieben Kommentar und ein Abo für neue Abonnenten würde ich mich natürlich freuen. Und wir sehen uns einfach hoffentlich zu einem nächsten Video, zu einer nächsten MeTime oder zu einem nächsten Aufgebraucht im August dann. Bis dahin bleibt es mir schön gesund. Alles Liebe, eure Heike.